Alter, diese Truhe sieht ja mal mega heftig aus. Also ich freue mich auf jeden Fall, die jetzt hier zu öffnen. Und ich würde sagen, Leute, wir öffnen das Ganze. Let's go. Oh mein Gott, was war das denn für ein Fight? Yo Leute, was geht? Ich bin Sotranix und willkommen zu einem neuen Video von Clash Royale. Nach relativ langer Zeit mal wieder hier. Ja, ich kann momentan nicht so viele Videos aufnehmen, weil ich momentan kein Internet habe und immer in eine andere Wohnung fahren muss, damit ich Internet habe. Aber ich denke, die meisten von euch wissen das schon. Aber ich möchte heute mit euch über das neue Update in Clash Royale reden, denn es gibt, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine neue Arena in Clash Royale. Und ja, die seht ihr hier auch. Perfekt eigentlich, weil ich genau in der Arena bin momentan. Und zwar das Elektrotal. Das ist auf jeden Fall eine relativ geile Arena. Ich finde, die sieht auf jeden Fall relativ cool aus. Und ihr seht hier auch schon eine neue Karte. Ich persönlich kenne diese ganzen Karten erst seit heute, weil ich heute erst das Update getestet habe, da ich, wie gesagt, momentan kein Internet habe und dementsprechend halt nicht so aktiv Clash Royale spielen kann. Genau, wir werden heute auf jeden Fall, wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen habt, einmal eine legendäre Königstruhe öffnen. Ich muss hier erstmal die Namen lesen, weil ich die halt noch nicht kenne. Aber egal, das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ja, da bekommen wir zu 100% eine legendäre Karte, was natürlich richtig, richtig geil ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welche legendäre Karte wir bekommen und wie die Truhe aussieht. Ich schwöre euch, Leute, ich habe noch nie so eine Truhe geöffnet und habe es mir auch bei keinem anderen YouTuber bisher angeschaut. Ich habe nur auf den Thumbnails von etlichen YouTubern gesehen, okay, da sind wirklich neue Truhen am Start. Dann habe ich in der Schule mal selber in Clash Royale hier nachgeschaut und habe gesehen, okay, da sind wirklich neue Truhen am Start. Und ja, da dachte ich mir, komm, ich muss unbedingt ein Video raushauen, weil sowas muss man auf jeden Fall mal den Abonnenten zeigen, weil viele Abonnenten haben vielleicht die anderen YouTuber nicht abonniert. Kann natürlich sein. Ist auch egal, ich möchte gar nicht so lange drum rumreden. Wir öffnen hier erstmal die Kronentruhe und bekommen, ja, eigentlich nur ganz normale Karten. Hier bekommen wir noch ein paar Belohnungen. Die gönnen wir uns auch, sonst gibt es hier nichts mehr. Und hier die Clan-Truhe können wir noch öffnen. Also es wird so ein kleines Chest-Opening. Und wir können hier noch einmal eine 6-Siegeskiste öffnen und bekommen leider keine legendäre Karte. Das wäre auch zu krass gewesen, aber egal. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt auch direkt mal hier eine legendäre Königstruhe. Wir öffnen hier nochmal die Silbertruhe vorher. Die gönnen wir uns. Perfekt. Und dann würde ich auch sagen, Leute, öffnen wir jetzt einfach mal eine legendäre Königstruhe hier. Richtig, richtig krank in Arena 11. Und Alter, diese Truhe sieht ja mal mega heftig aus. Also ich freue mich auf jeden Fall, die jetzt hier zu öffnen. Und ich würde sagen, Leute, wir öffnen das Ganze. Let's go. Oh shit, sieht das geil aus. Alter, das hat irgendwie nicht so krass Ähnlichkeiten mit den anderen Truhen, finde ich. Also die sieht auf jeden Fall schon ganz anders aus. Allein mit diesem Kissen darunter. Ist auf jeden Fall echt geil. 4100 Gold. Hier nehme ich auf jeden Fall die neue Karte. Damit habe ich die neue Karte freigeschaltet. Geil. Richtig, richtig gut. Oh, hier nehme ich tatsächlich die Lakaienhorde. Obwohl, ja, hätte ich eigentlich nicht nehmen sollen. Hier nehme ich die Bogenschützen. Hier nehme ich ja, die Flugmaschine, würde ich einfach mal sagen. Genau, und jetzt nehme ich einmal die Guards. Die habe ich nämlich noch nicht so oft. Und Leute, gleich kommt die legendäre Karte, richtig gut. Hier nehme ich jetzt einfach mal den Dark Prince. Und wir bekommen legendäre Karten. Welche bekommen wir? Oh shit, okay, Graveyard und Princess. Dann nehme ich tatsächlich mal den Graveyard. Den kann ich nämlich dann auf Level 3 verbessern. What? Meine erste legendäre Karte auf Level 3 wird das dann. Die grade ich auf jeden Fall demnächst mal ab. Das wird nämlich richtig, richtig geil. Heftige Sache auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall ganz nice Sachen bei, würde ich einfach mal sagen. Und jetzt springen wir auf jeden Fall mal in einen Fight hier in der neuen Arena, damit ihr seht, wie eigentlich die Arena so aussieht, falls ihr das noch nicht wisst. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das, aber nicht alle. Weil viele von euch spielen wahrscheinlich gar nicht Clash Royale und sehen jetzt hier bei meinem Video, oh, es gibt ein neues Update und vielleicht spielen sie ja dann wieder. Kann natürlich sein, schreibt es gerne mal runter in die Kommentare und wundert euch nicht für ja, also wundert euch nicht, warum der Hintergrund gerade so komisch ist. Liegt einfach daran, dass ich momentan bei meiner Mom bin und hier aufnehme.
weil ich halt kein Internet habe. Ich bin halt im Umzug und das dauert alles noch so ein bisschen, bis meine Wohnung fertig ist und so weiter. Da kommen aber dann generell Videos. Darum soll es auch gar nicht gehen in dem Video. Heute möchten wir wieder eine Runde Clash Royale spielen. Das Kampfholz war natürlich echt unnötig, weil meine Banditin im Rage war und so gesehen gar keinen Schaden von dem Kampfholz abbekommen hat. Aber gut. So, da machen wir gut Schaden am linken Tower. Ich denke, das sollte auf jeden Fall ein Sieg sein. Okay, es hat hier ein bisschen gewackelt. Das ist alles so ein bisschen improvisiert hier. Weil meine Kamera steht auf einer Vase. Und auf der Vase steht ein Buch. Oder liegt ein Buch. Und auf dem Buch liegt meine Kamera. Geil, oder? Ja, okay. So. Ja, wir verteidigen hier links und nehmen dann einfach mal währenddessen seinen Tower hier schön mit und snacken uns den Tower. So, also das Kampfholz eben war wieder total unnötig. Und falls mein Kopf so abgeschnitten ist, wundert euch nicht. Ich kann gerade nicht so gut hier das Ganze aufnehmen. Ich habe kein Stativ dabei und so weiter. Genau, so, let's go. Ah, komm, kriegt der Funky noch einen Hit? Nee, kriegt er nicht. Aber meine Princess gettet noch einen Hit, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier nehme ich die Banditin, dann ist die im Rage und dann kommt die auch direkt da schnell hin. Komm, an Tower. Ah. Es wird hier close noch, habe ich das Gefühl. Hier nehme ich den Inferno-Drachen, der ja schon auf Level 3 ist, was auch heftig ist. Genau, hier nehme ich dann mal den Mega-Ritter. Okay, er spielt echt schlecht, ne? Aber ich spiele natürlich auch gerade nicht gut. Das muss man natürlich auch zugeben an der Stelle. Okay, das Kampfholz war gut, wenn die Princess mitgetroffen wird. Ja, perfekt. Okay, und damit ist das dann auch der Tower. Sehr, sehr schön, Leute. Damit gehen wir 1-0 in Führung und wir müssen jetzt hier eigentlich nur noch die restliche Zeit irgendwie überbrücken. Und dann haben wir das Game hier, denke ich mal, auch ganz solide gewonnen. Genau, mein Inferno-Drache ist am Tower und damit sollte das dann hoffentlich auch der Sieg sein. Obwohl, nee, natürlich nicht. Er zappt natürlich das Ganze hier nochmal. Bringt mir natürlich nicht viel, aber im Endeffekt haben wir dann trotzdem gewonnen, würde ich einfach mal sagen. Hier setzen wir mal ein Kampfholz ein. Und dann kann er da auch gar nichts mehr so machen. Hier nehmen wir noch Mega-Ritter und ich würde sagen, wir schreiben schon mal gutes Spiel. Und damit haben wir dann hier auch eine Runde gewonnen. Richtig, richtig gut. Und falls ich so ein bisschen leiser spreche, Leute, es ist 0.19 Uhr. Deswegen wundert euch auf jeden Fall nicht, weshalb ich manchmal so leise spreche. Genau, so. Ich würde sagen, da es so gut lief, machen wir einfach noch einen Fight hier in der Arena und... Ey, das ist komplett ein anderes Gefühl, mal in einer neuen Arena zu spielen. Also, ich muss sagen, die Arena ist gut gelungen, die gefällt mir richtig gut und so ein Elektro-Teil passt halt auch einfach gut mit dem Elektromagier und so. Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes und hebt sich einfach mal von den anderen Arenen komplett ab, meiner Meinung nach. Richtig, richtig gut, finde ich ganz geil. Und da kommt das Baby Dragon. Den Baby Dragon snacke ich mir auch mal hier, das Drachenbaby. So, hier nehme ich mal den Elektromagier gegen seine Fledermäuschen. Okay, perfekt. Mein Mega-Ritter rasiert da auch gut auf der linken Seite und ja, das sieht doch ganz gut aus, Leute. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Da bekommen wir ordentlich Schaden. Wir haben schon über 800 Schaden gemacht, was auf jeden Fall eine Menge ist. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Und er kommt jetzt hier mit einer Pumpe. Wie machen wir das? Ich warte jetzt einfach mal und starte dann einen Push hier mit dem Funky. In der Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus hier. Oh shit. Ja, okay. Ja, okay. Die Rocket war natürlich jetzt nicht so gut, aber okay. Das sollte trotzdem irgendwie passen, hoffe ich. Let's go. So. Komm. Ah, Mist, Leute. Mist. Fast hätte mein Funky da einen Hit abbekommen. Und dann hätte ich auf jeden Fall ordentlich rasiert. Let's go, komm. Das muss doch irgendwie funktionieren, dass ich hier mal noch einen Tower von ihm bekomme. Das muss irgendwie funktionieren. Er kommt schon mit der nächsten Pumpe. Also ich glaube, langsam kriege ich hier einen Elixier-Nachteil. Weil er kriegt natürlich hier immer gut Elixier dazu und ich natürlich jetzt nicht so. Aber okay. Weiter geht es. Let's go. Kommt hier mit dem Golem. Wie mache ich das? Okay, ich nehme hier den Inferno-Drachen. Das ist logisch. Und dann sollte das auch klappen, wenn er keinen Zap hat. Hier mal die Princess und dann ist das auch der Sieg. Ah, belastend, Leute. Belastend. Das ist echt belastend. Ha. Okay.
Okay. Aber er hat natürlich noch nicht so krass Schaden gemacht, ne? Das muss man natürlich auch beachten. Hier nehme ich jetzt keinen Inferno-Drachen. Okay, jetzt kann ich den nehmen, weil jetzt kommt er wieder mit dem Golem. Aber hätte ich den Golem halt vorher genommen, hätte das wenig Sinn gemacht. So, jetzt kommt er wahrscheinlich wieder mit einer Rakete gleich. So machen wir das. Hier mal ein E-Wizard draufgehauen. Bam. So. Okay. Hier mal ein Funky eingesetzt. Oh, Leute, komm, komm, komm. Mist. Dieser scheiß Golem von ihm, ohne Witz. Der nervt mich hier total. Also, das ist auch so das einzige Problem gerade, was ich habe. Dass er immer mit dem Golem verteidigt. Ich glaube, sonst hätte ich seinen Tower schon lange bekommen mit meinem Funky. Weil was hätte er machen sollen? Hätte er keinen Golem, wäre der Funky ja mindestens beim zweiten Shot am Tower gewesen. Weil sonst kriegt der Golem ja gefühlt alle Truppen down, bis auf so Riesen, also bis auf Tanks halt einfach, sagen wir es so. Okay, so jetzt getten wir mal hier eine Nachthexe durch und er kommt wieder mit dem Golem, 100 pro. Ja, ist das so klar, ne? Ohne Witz, das war ja so klar, Leute. Dass er wieder mit dem Golem kommt, aber wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Das heißt, wir müssen es jetzt irgendwie mal schaffen, hier durchzukommen. Weil ansonsten wird das hier natürlich nicht viel. Okay. Let's go, Banditen. Oh, nee, jetzt kommt... Nee. Mit einer Rakete. Oh, jetzt komm, komm, komm. Oh mein Gott, mein Kampfholz war gut. Komm, nein. Nein, nein. Oh mein Gott, was war das denn für ein Fight? Alter, Leute, dafür müsst ihr unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Die Folge war relativ krass. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf mehr Clash Royale. Und abonniert natürlich meinen Kanal. Das ist ganz wichtig, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.